Hallo meine Lieben, heute das versprochene kleine Vergleichsvideo und gleichzeitig nochmal mit den verschiedenen Bases. Vergleichen werden wir zum einen diesen Lidschatten aus der Catrice Feathered Fall LE. Ja, kümmert euch nicht drum, dass ich nur eine Hand lackiert habe. Ich habe da eben auch ein Video gedreht. Ups. So, das ist einmal dieser Nagellack. Dieser Lidschatten. Und den möchte ich mit folgendem Lidschatten aus der Comfort Zone Palette von Wet n Wild vergleichen. So, diese beiden hier miteinander. Jo, als Bases werden wir benutzen zum einen die Urban Decay Primer Potion, wir werden den NYX Jumbo Eye Pencil in Black Bean benutzen und wir werden hier den Jumbo Eye Pencil in Milk verwenden. So, wir fangen doch einfach mal an mit Milk. So, und so sieht das mal aus. Wir haben oben eben Milk, in der Mitte haben wir die Urban Decay Primer Potion und unten haben wir Black Bean. Ich glaube, ich gehe erstmal in den Feathered Fall Lidschatten hier rein. Ich gehe da jetzt mal kräftig rein, damit wir die Farbe auch richtig drauf haben. Und natürlich machen wir auch noch einmal hier ohne jegliche Base. So, das ist erstmal der aus der Feathered Fall LE. Hier könnt ihr den nochmal sehen. So, das ist Peacock Tail aus der Feathered Fall LE. Einmal ohne Base, einmal auf einer schwarzen Base, einmal auf der Urban Decay Primer Potion und auf Milk. Jetzt nehmen wir mal die Farbe aus der Comfort Zone Palette. Erstmal auch wieder ohne alles. Da kommt die Farbe jetzt irgendwie nicht so gut raus. Ihr könnt gar nicht sehen, sehe ich auch gerade. So, vielleicht als allererstes hier auf meinem Finger die beiden Farben. Hier sieht man schon gut, dass die unterschiedlich sind. Das habe ich auch schon irgendwo geschrieben oder gesagt gehabt. Das hier ist der aus der Wet n Wild Comfort Zone Palette. Der schimmert einfach ein bisschen rötlicher im Duochrom Schimmer. Schimmer? Im Duochrom Finish. Und der hier eben eher lila. Also man kann auf jeden Fall einen Unterschied erkennen. Hier, das sind erstmal die beiden Lidschatten ohne Base. Dann hier die Lidschatten mit Base. So von Weitem finde ich, sieht der Lidschatten sehr ähnlich aus. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ich kann das auch noch gleich mit dem Olo-Clip mal filmen. Das ist doch mal eine Idee. Dann haben wir hier die Urban Decay Primer Potion. Und hier oben Milk. Da sieht man auch einen Unterschied auf jeden Fall. So, ich hole jetzt mal eben meinen Olo-Clip und dann gucken wir uns das nochmal in der Makroaufnahme an. So, vorneweg kurz die Info, falls es laut Geräusche geben sollte, das liegt am Olo-Clip. Ich zeige euch jetzt erstmal die Lidschatten an sich nochmal. Das ist der aus der Feathered Fall LE. Und das ist der aus der Wet n Wild Comfort Zone Palette. Das ist der Lidschatten aus der Wet n Wild Comfort Zone Palette. Und das ist aus der Catrice LE. Dann kommen wir zu der Base, schwarzen Base. Wet n Wild und Catrice. Ganz normale Lidschattenbase, Wet n Wild und Catrice. Catrice ist vielleicht insgesamt ein bisschen dunkler. Ich gehe mal jetzt ein bisschen weiter weg. Das ist jetzt natürlich verschwommen, aber ja, so könnt ihr vielleicht sehen, dass der Catrice-Lidschatten, der oben ist, dunkler ist. Jetzt gehen wir noch zu Milk. Da sieht man, dass es zwei komplett unterschiedliche Farben sind. Hier Wet n Wild mit dem rötlichen Einschlag einfach.
Und hier der Catrice mit Türkis Lila. Jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht ein bisschen weitergeholfen. Natürlich braucht man nicht unbedingt beide Lidschatten. Aber es ist schön, beide zu haben. Ich zeige sie euch jetzt nochmal in normal. Hier könnt ihr vielleicht gerade das Lila ganz gut sehen. Und hier das Rot. Aber ja, ich finde sie schön. Hier nochmal der ganze Handrücken. Ich drehe ihn mal nochmal ein bisschen für euch, dass ihr das einfach nochmal in der Gesamtübersicht besser sehen könnt. Jo, und jetzt hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Viel Spaß bei allem, was ihr noch macht und bis bald. Ich drücke euch.